Hey Leute und willkommen zurück zu Cities. Ich habe zwischen der letzten Folge und dieser Folge mir offscreen ein wenig, und damit meine ich eigentlich sehr viel, Zeit genommen und habe die Stadt großteilig überarbeitet. Ich habe zumindest mal den offensichtlichen Schwachsinn, den ich in den letzten Aufnahmen fabriziert habe, entfernt oder verändert zumindest. Kurz zur Erklärung, wie das entstanden ist. Wenn du ein Let's Play aufnimmst, bist du halt generell tendenziell ein wenig abgelenkt und da entsteht dann völliger Schwachsinn und Konstruktionsfehler. Fangen wir erstmal an. Also wir lassen jetzt das Spiel weiterlaufen und währenddessen erkläre ich, was ich gemacht habe und was das für Gründe hat und was für Effekte es haben wird. Ich habe das Industriegebiet hier erstmal abgeschaltet. Der Grund dafür ist ziemlich offensichtlich: wir haben aktuell einfach nicht die Arbeiter. Und damit meine ich noch nicht mal die Einwohneranzahl, sondern wirklich diese Art von Arbeitern. Ungebildete Arbeiter oder leicht gebildet haben wir nicht. Unsere Stadtbevölkerung ist leider ein bisschen zu schlau. So, durch die Entfernung der Industrie ist auch der Hauptgeldfluss für meine Stadt weg. Und das seht ihr hier mit dem gigantischen klaffenden Minus. Das sollte nicht so schlimm werden. Warum? Dazu kommen wir noch. Ich habe die Krematorien an diese Straße hier gebaut. Diese Straße habe ich neu gemacht. Das ist praktisch die Straße, die Müllautos und Krematorien benutzen, um sehr schnell an möglichst viele Orte in der Stadt zu kommen. Diese Viertel hier habe ich umgedreht mit Einbahnstraßen, sodass sie im Prinzip dieselbe Funktionsweise haben wie ein gigantischer Kreisverkehr, und das ist sehr vorteilhaft, weil es dadurch zu weniger Staus kommt. Dasselbe habe ich hier gemacht. Ihr seht, der Verkehr läuft in eine Richtung. Hier zwischen habe ich diese Straßen als Verbindung genommen. Die ursprüngliche Autobahneinfahrt habe ich entfernt, denn die ist nicht mehr nötig. Hier seht ihr noch einen gigantischen Stau. Der liegt nicht an den Veränderungen, sondern so war es vorher. Jetzt werden mit der Zeit die ganzen Öl-LKWs und so despawnen, und dann wird diese Straße nicht mehr überladen sein für das, was sie ist. Wenn wir dann später die Industrie wieder bevölkern werden, was sehr einfach geht, weil ich das Grundgerüst dieser Gebäude ja dagelassen habe, dann werden wir dieses Problem fixen müssen. Aktuell müssen wir es nicht. Euch habe ich schon deaktiviert, genau, sodass keine laufenden Kosten dazukommen. Haupteinfahrt habe ich entfernt, ist jetzt auch gar nicht mehr so wirklich nötig, denn es gibt diese direkte Auffahrt auf die Autobahn. Die habe ich angepasst, sodass da mehr Autos drüber können. Das hier war ein reines Wohngebiet, ist es auch weiterhin. Auch hier habe ich die Einfahrten angepasst. Es gibt jetzt nur noch zwei, vorher gab es fünf oder sechs, was natürlich völliger Schwachsinn war. Das hier könnte ein kleines Sorgenkind sein, ist mir gerade aufgefallen. Wie gesagt, ich habe die Stadt vorher noch nicht weiterlaufen lassen. Ich habe die meisten der Veränderungen praktisch sind auf dem Papier entstanden. Und ich weiß nicht genau, wie die Stadt jetzt reagieren wird. Meine Vermutung ist folgende: wir werden gleich sehen, wie wir immer weniger Geld bekommen und wie dieses Gebiet langsam ausstirbt. Dann wird aber mein neues Wohngebiet, das ich euch noch gar nicht gezeigt habe, emporsteigen und den ganzen Laden retten. Das hier ist mein neues Wohngebiet und ich muss hier kurzzeitig ein paar Strommasten hinstellen. Ach ja, ich habe 90% aller Strommasten entfernt, weil sie einfach sinnlos waren. Hier muss ich jetzt wiederum temporär, mein Lieblingswort, ich habe da gerade eine Fußgängerbrücke entfernt, temporär wieder welche hinstellen, damit diese Gebiete nicht aussterben, bevor die Gebiete dazwischen entstehen. Das Übliche in diesem Spiel. Es ist eigentlich immer so, wenn man solche Riesengebiete baut. Sag mal, komme ich hier drüber? Das wäre grandios. Wir machen es leicht anders. So, das funktioniert. So, das neue Wohngebiet. So hatte ich mir das nämlich eigentlich vorgestellt. Was ich in der letzten Folge da fabriziert habe. Ich habe es nur nicht hinbekommen, weil, wie gesagt, bei einer Aufnahme fehlt einem da einfach die Ruhe für. Und ich dachte mir, hey, komm, jetzt mache ich das mal. Akeleihügel, ja, von mir aus.
Nein, ich nenne dieses Viertel der Stadt Umbrella. Denn wenn ihr mal schaut, ja, das ist eindeutig ein Regenschirm. Ziemlich ironisch, weil der Kopf, den der Regenschirm bedeckt, ein See ist. Aber naja. Zur Erklärung, die Verbindung dieses neuen Wohngebietes läuft über... Wir haben da hinten Tote, die sollten theoretisch gleich verschwinden. Die Verbindung dieses neuen Wohngebietes... Dieses Ding hier wird übrigens nur von Einsatzfahrzeugen benutzt. Es gibt aktuell noch einen ziemlich starken Stau. Es kann sein, dass der gleich von selbst verschwindet. Wenn nicht, dann muss ich das ein bisschen anpassen. Nichts Schlimmes auf jeden Fall. Ihr kommt auf der rechten Seite rein. Das könnte halt durchaus noch der Rückstau von den LKW vorher sein. Wobei, irgendwie ist er das nicht. Naja, auf jeden Fall, die Verbindung des neuen Wohngebietes fällt über diese tollen Brücken hier. Einfach nur Designgründe, dass ich diese Straßenart benutzt habe. Kann auch sein, dass wir es später ändern müssen. So, jetzt sollte das hier langsam auch was werden. Genau, das hier ist ein reines Wohngebiet. Hier haben wir eine Allee, die durchführt. Das da drüber ist kein Exoskelett gegen nukleare Angriffe oder sowas, sondern Fußgängerwege, die über die gesamte Mitte dieses Gebietes gehen. Finde ich irgendwie relativ schön. Ja, was wollte ich dazu noch sagen? Genau, diese Allee hier ist im Zentrum und alle Straßen führen von dieser Allee weg. Also all diese kleinen Straßen sind Einbahnstraßen, die weg von der Allee führen und dieser Richtung dann auch weiter folgen, über diese Alleen hinweg. Vorteil bei dieser Alleestraße war halt, jedes Servicegebäude, das ich hier hinstelle, zum Beispiel diese Arztpraxis, ich kann das ja mal demonstrieren. Demonstrieren kostet leider ein bisschen Geld. Naja, ich mache es mal. Jedes Servicegebäude, das ich hier hinstelle, hat Zugriff auf das gesamte Stadtviertel. Das ist der Vorteil dieser Alleen. Der Vorteil dieser Alleen ist, dass sie von überall erreichbar sind. Das heißt, Schulen, die ich hier hinbaue, und ich habe ein paar Schulen hier hingebaut, sind von dem gesamten Stadtviertel aus erreichbar. Diese Autobahn hier führt entweder nach rechts oder nach links von diesem Punkt aus um das gesamte Gebiet herum als Schnellstraße zurück in den Kreisverkehr. Das tun aber auch schon diese Alleen. Die Autobahn wird also nur relevant, wenn du zum Beispiel hier wohnst und das Stadtviertel verlassen möchtest. Ich habe die nötigsten Servicegebäude bereits hingebaut, also Schulen da oben. Wir haben Polizei, wir haben aktuell wenig Geld. Wir müssen mal kurz was dagegen tun. Wir nehmen ein großes Darlehen auf. So. Wie gesagt, dieses Wohngebiet wird sich jetzt immer weiter füllen. Ist meine Vorhersage. Und im Idealfall wird es sich füllen, kurz bevor wir pleite gehen. Und wir kriegen dann wieder Plusgeld. Im Idealfall. Der Idealfall muss nicht unbedingt den Tatsachen entsprechen. Und falls er es nicht tut, können wir ein paar Dinge abreißen, deaktivieren, damit er es tut. So, ja, neues Wohngebiet, es füllt sich langsam, ist jetzt nicht so interessant. Wir müssen auf jeden Fall die Simulation in voller Geschwindigkeit jetzt erstmal ein bisschen laufen lassen, bevor wir hoffentlich sehen werden, dass meine Stadt das überlebt. Denn ich habe das berechnet, aber ich kann es nicht garantieren. Ich habe es nie probiert, ich habe es nur berechnet. Meinen Berechnungen zufolge sollten wir diesen großen Schock durch die Entfernung dieser Gebiete überleben. Aber garantiert ist das nicht. Ihr seid Lieferwagen für mein Gewerbegebiet und ihr steht aktuell in einem kleinen Stau. Könnte sein, dass dieser Stau nur begründet ist durch die Tatsache, dass... Ja, durch die ganzen Altlasten, dadurch, dass ich jetzt das ganze Gebiet einfach umgekrempelt habe. Könnte aber auch sein, dass das ein Problem für die Zukunft ist. Fakt ist, wir sind aktuell bei minus 7.000 Dollar pro Woche. Wir hatten, bevor ich diesen riesigen Umbau der Stadt vorgenommen habe, hatten wir übrigens 700.000 Dollar. Also ihr seht,
Der war nicht ganz billig. Echt nicht. Er sollte aber funktionieren. Also ich kann mich eigentlich nicht so sehr verschätzt und verrechnet haben, dass wir gleich wirklich pleite sind. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. So, schauen uns das Ganze mal an. Ich habe übrigens auch noch, habe ich noch gar nicht gezeigt, es gibt hier diesen U-Bahn-Bahnhof, der die Leute ins Gewerbegebiet fährt. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus, also das scheint zu funktionieren. Aktuell sind es wenige Passagiere, die diesen Weg nehmen. Das liegt daran, dass aktuell wenig Leute in dem Gebiet wohnen. Es werden aber immer mehr. Man merkt gerade, dass es recht rasant anwächst. Ach ja, eine Sache. Dadurch, dass ich das Industriegebiet entfernt habe, gibt es jetzt eine riesige Anzahl an Leuten, die plötzlich arbeitslos sind. Und um diese Arbeitslosen kümmern wir uns jetzt. Das sind zum größten Teil, wie man den Statistiken entnehmen kann, gut gebildete Leute. Und die arbeiten sowieso viel lieber in Büros als in irgendeiner Ölbohrindustrie. Ich designe also ein neues Bürogebiet. Und ich weiß aktuell noch gar nicht, wie das aussehen wird. Aber das Schöne bei Bürogebieten ist eigentlich, dass man sich da relativ viele Freiheiten rausnehmen kann. Denn Bürogebiete erzeugen nicht wirklich viel Verkehr. Sieht das nach was aus? Na, ich weiß ja nicht. Was ich machen könnte... Machen das hier noch und wir machen das hier und das führt dann sich hier zusammen. Theoretisch, genau, passt da genau eine Straße zwischen. Hier passen mehrere zwischen. Wir könnten jetzt aus Designgründen überlegen, ob wir das daraus Querstraßen machen, aber... ich befürchte, dafür fehlt mir das Geld. Also machen wir daraus erstmal diese Straßen. Das gefällt mir so nicht. Das ist besser. Ja, also bei einem Bürogebiet kann man eigentlich... Ich mache den Zugang aktuell mal sehr einfach. Bei einem Bürogebiet kann man eigentlich ja nicht viel falsch machen. Ist ja so. So, Problem dieses Bürogebiets aktuell dürfte die Erreichbarkeit über Servicefahrzeuge sein. Aber theoretisch, wenn ich von hier aus eine Direktverbindung dahin mache, zweispurig, eine Einbahnstraße, sollte das kein so großes Problem werden. Und später werde ich es dann natürlich noch mit dem Nahverkehr verbinden. Jetzt sollte hier auf jeden Fall erstmal ein Bürogebiet entstehen und jedes einzelne Büro, das dort entsteht, hilft uns finanziell sehr weiter. Wasser, genau, daran habe ich gar nicht gedacht. Diverse Gebäude haben noch gar keine Wasserzufuhr hier. Wobei das meiste ja sowieso schon belegt war. Hier war ja vorher etwas, das zum Scheitern verurteilt war, wohlgemerkt. Okay, also die Fußgängerwege funktionieren schon mal und die U-Bahn-Station wird jetzt immer mehr Gewinn abwerfen. Apropos über U-Bahn-Station, ich glaube, ich habe noch, genau, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, aber ich habe hier noch eine... Du bist gar nicht deaktiviert. Wenn ihr jetzt mal auf das Geld schaut, werdet ihr feststellen können, langsam tut sich da was. Aber auch nur kurzzeitig. So, ich möchte natürlich, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, diese Linie hier entfernen. Das hier auch. Diese Linien ergeben halt keinen Sinn mehr, weil da unten arbeitet niemand mehr. Ist einfach so. So, ja, wir sind bei minus 1000 wieder. Das bounced gerade so ein bisschen rum. Wir sind also immer noch im Minus und theoretisch immer noch in Gefahr. Aber wir haben mittlerweile auch schon wieder 5 Einwohner. Was? Nein, 15.000 Einwohner. Okay, die Kurve hier gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Der Stau dort. Was sind das für Fahrzeuge? Das sind Einwohner. Der Stau wundert mich ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, woran dieser Stau liegt.
meine, wir könnten mal was probieren. Aber wenn ich diese Straße jetzt designe, wird sie potthässlich. Das weiß ich doch jetzt schon. So eine Direktverbindung von dieser Straße auf diese. Denn das scheint ja offenbar gebraucht zu werden. Nur ich weiß halt schon, wenn ich das jetzt onscreen versuche, wird das in die Hose gehen. Wie machen wir das? Erstmal stelle ich fest, dass diese Straße hier... Ach ja, wir könnten natürlich...